Lena, was machst du da? Ich bastle Halloween-Deko. Ich möchte ein richtig gruseliges Zimmer haben. Ganz in Schwarz. Was? In Schwarz? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Da mache ich nicht mit. Mein Zimmer soll lieber rosa sein, ein Prinzessinnenzimmer. Ein schwarzes Zimmer? Oh, das dürfte ein bisschen schwierig werden. Hier habe ich immerhin mal ein schwarzes Bett. Halloween-Sachen finden wir bestimmt bei Scooby-Doo. Spinnen und Fledermäuse zum Beispiel. Von der Schule nehme ich hier den dunklen Schreibtisch. Und von diesem Party-Set hier könnte ich noch etwas nehmen, nämlich das schwarze Keyboard. Was haben wir denn da noch? Ja, den Deckel vom Grill. Hier noch einen Hocker. Und ein paar schwarze Taschen. So, ein paar schwarze Sachen habe ich. Mal schauen, was ich damit anfangen kann. Und das hier habe ich in rosa gefunden. Da ist zum Beispiel dieser schöne Kamin dabei. Ich würde sagen, wir starten auch sofort mit Annas Zimmer. Da nehme ich mir als erstes gleich mal den Kamin. Das Zimmer soll schön hell sein, deshalb mache ich die lila Sitzbank hier erstmal ab. Und passend dazu habe ich dieses schöne Bett. Da habe ich hier noch einen schönen passenden Stoff dazu. Dann bekommt das Bett noch einen Betthimmel. Das sieht schon mal richtig nach Prinzessinnenzimmer aus. Ein hübsches Kissen noch dazu. Und weiter geht's hier mit etwas Dekoration. Und hier stelle ich auch ein bisschen Spielzeug auf. Da habe ich einige schöne kleine Sachen in rosa gefunden. Moment, den Schmetterling, den hänge ich nochmal woanders auf. Der passt hier am Fenster besser hin. Dann ein schöner heller Teppich. Puppenwagen passt auch gut dazu. Und auf dem Teppich gibt es gerade ein Kaffeekränzchen für die Puppe und den Teddy. Hier drüben kommt noch ein Regal hin. Da schiebe ich die Bücher und Zeitschriften drunter. Noch ein paar Blümchen und die Lichterkette von Lena, die lege ich jetzt einfach um über Annas Zimmer. Passt farblich perfekt. Hey, Annas Prinzessinnenzimmer ist schon fertig. Das sieht doch richtig süß aus. Ein Traum in rosa. Und jetzt kommt das komplette Kontrastprogramm. Ein Halloween-Zimmer für Lena. Das soll richtig gruselig werden. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich fange mal außen an und mache hier diese Dachelemente an das Fenster. So, von innen hängen wir mal diese Gruselvorhänge auf. Und dann sind die Wände dran. In Schwarz. Ich finde, das Papier sieht noch ziemlich edel aus. Davor kommt jetzt mein selbstgebasteltes Bett. Da habe ich jetzt die weiße Matratze gegen eine graue ausgetauscht. Darauf mache ich ein Fellkissen und eine schwarze Decke. Dann braucht es noch ein Bild an der Wand. Dafür muss jetzt hier diese Spinne herhalten. So. Auf den hellen Boden kommt ein großer dunkler Teppich. Und an die andere Wand wieder eine schwarze Tapete. Hier kommt jetzt der Schreibtisch hin. Und eigentlich hätte ich ja auch total gerne noch dieses Regal untergebracht, das ich mal selber gebastelt habe. Aber irgendwie passt es nirgends hin. Ja, man könnte es natürlich hier vorne hinstellen, aber dann sieht man ja jetzt hier den Schreibtisch nicht mehr. Also lassen wir das. Mache ich lieber noch ein bisschen Deko. Eine schwarze Tasche dazu. Den Hocker. Und als Nachttisch nehme ich einen Autoreifen mit einer Holzplatte drauf. Da brauchen wir noch eine Nachttischlampe. Die mache ich jetzt aus dem Grilldeckel und dieser Laterne. Und die kleine Maus, die darf noch aus Fenstersims. Es muss noch ein bisschen gruseliger werden. Da brauchen wir noch das Spinnennetz über dem Schreibtisch. Und hier seitlich kann ich noch etwas aufhängen. Hier diese seltsame Lampe und den Kronleuchter, den muss ich auch noch irgendwo unterbringen. Den befestige ich jetzt hier oben. Diese Standuhr, die ist zwar nicht schwarz, aber ich finde, die passt einfach super zu diesem Zimmer. Deswegen muss die hier rein. Mensch, und die Fledermäuse, die hätte ich ja fast vergessen. Du meine Güte! Das sieht irgendwie ganz schön krass aus. Es hat auf jeden Fall geklappt, ein schwarzes Zimmer einzurichten.
Puh, ich weiß nicht, ob ich mich hier wohlfühlen würde. Würdet ihr hier übernachten? Ein bisschen Farbe wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ich denke, mit ein paar bunten Sachen wäre es auch ganz schön. Allerdings genauso gruselig. Mama, kannst du uns die Halloween-Kostüme holen? Na gut, ich bringe euch die Kiste nach oben. Super! Danke, Mama! Papa und ich gehen jetzt zu Oma und Opa rüber. Wir wollen noch die restlichen Pflaumen ernten. Wollt ihr mitkommen? Nein, ich verkleide mich jetzt lieber. Ich will auch lieber hier bleiben. Okay, das könnt ihr machen. Wir sind nicht lange weg. Ist gut, okay. Willst du den Zauberer machen? Nicht unbedingt. Ich finde eigentlich das Geisterkostüm besser. Ich würde den Zauberer machen. Aber damit sehe ich leider nicht so richtig gruselig aus. Du kannst dich ja doch schminken. Ja, genau, aber das mache ich heute noch nicht. Wir sehen gut aus, finde ich. Ja, sollen wir uns dieses Jahr etwas ganz Besonderes überlegen, um damit unsere Besucher zu erschrecken? Oh ja, klingt gut. Hast du schon eine Idee? Noch nicht so richtig, aber da haben wir einen Plastikknochen, einen Plastikschädel, Deko-Riesenfliege, Deko-Spinnen und Spinnennetzfäden. Da lässt sich doch sicher was draus machen, oder? Wir können ja schon mal Verschiedenes für Halloween testen. Die Pflaumen sind gut. Achtung, sie kommen. Mach schnell das Licht aus. Wir könnten einen Kuchen damit machen. Oder Pflaumenmus. Gerne einen Kuchen. Am besten mit Streusel. Wow, ein Knochen. Ach, an einer Schnur. Also das mit dem Knochen scheint schon mal zu funktionieren. Da wollten uns die Kinder wohl erschrecken. Das ist ihnen auch gelungen. Oh nein, was hängt denn hier? Mach mal das Licht an, Nicole. Ich sehe gar nichts. Ach du meine Güte, das sind die künstlichen Spinnweben. Papa sieht so lustig aus. Hoffentlich macht er das Netz nicht kaputt, das brauchen wir noch. Ich bin ganz eingewickelt. Hilft mir mal jemand. Ich will wieder raus. Ich helfe dir, Michael. So, du bist befreit. Danke. Und die Pflaumen sind zum Glück noch ganz. Ja, du kannst sie mir geben. Die bringe ich jetzt gleich in die Küche. Wow, was ist denn hier los? Oh je, die Pflaumen. Tut mir leid, ich bin so erschrocken. Mädels, Anna, Lena, ihr könnt rauskommen. Wir haben uns erschreckt. Jetzt ist wieder gut. Auweia, meinst du, das gibt Ärger? Haben wir es etwas übertrieben? Was meinst du? Nein, wir mussten doch unsere Ideen testen. Wo haben sie nur die ganzen gruseligen Sachen her? Ich hatte ihnen die Halloween-Kiste gegeben. Na, kein Wunder. Ja. Wir müssen die Pflaumen wieder einsammeln. Ja, da unten liegen auch noch welche. Wir müssen doch noch schauen, ob die anderen Sachen funktionieren, oder? Klar, wir beobachten noch weiter. Achtung, Papa nähert sich dem Kissen. Warte, hinter dem Kissen liegen auch noch Pflaumen. Wow, eine Riesenspinne. Wie eklig. Aber zum Glück nicht echt. Ja, stimmt. Hier die Pflaumen. Danke. Aus denen mache ich jetzt Mus. Ah, ja, im Topf war auch etwas drin. Was denn? Ach, das hier, eine große Plastikfliege. Bin ich erschrocken. Das hat alles ziemlich gut geklappt. Das war total lustig. So, jetzt gehe ich aber mal schauen, wo die Mädels sind. Mama, komm, versteck dich. Am besten hier im Schrank. Nanu, ein Schädel. Was wir mittlerweile alles für Halloween-Deko haben. Anna, Lena, wo seid ihr denn? Ihr zwei Halloween-Geister. Ah, ihr habt euch wohl unter der Bettdecke versteckt. Wow, ein Skelett. Ah, lacht nur, ihr zwei Schlingel. Ich habe mich wirklich erschreckt. Cool, unsere Halloween-Ideen sind echt gut. Ja, nur, dass eigentlich noch gar kein Halloween ist. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut. Tschüss.